Proppevoll war das Audi Max auch zum 12. Hörsaal-Slam Ende Mai und mindestens mit einem neuen Gesicht. Mein Kollege Alessandro war das allererste Mal bei einem Hörsaal-Slam und hat für euch die schönsten Eindrücke zusammengefasst. Hallo und herzlich willkommen hier beim 12. Bielefelder Hörsaal-Slam. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir wieder einen riesen Ansturm. Die Leute können es kaum erwarten, reinzugehen und sich von der Poesie der Teilnehmer heute abholen zu lassen. Noch läuft im Audi Max der Aufbau. Doch eigentlich hat alles mal viel kleiner angefangen. Nico Bein und Jochen Kopp organisierten zusammen schon den ersten Hörsaal-Slam an der Uni Bielefeld. Mich würde interessieren, seit wann es den Bielefelder Hörsaal-Slam gibt und wie er so groß geworden ist. Den gibt es seit 2011. Da hatten wir die wunderschöne Idee, hier mal ein bisschen Kultur in die Uni zu bringen. Und unsere Idee war ein Slam. Sven Stickling hatte die Idee. Und dann haben wir erstmal einen ganz kleinen Hörsaal gemietet, ich glaube 120 Plätze, und haben Werbung gemacht. Und dann merkten wir schon, okay, das hat Potenzial, und haben ganz schnell Hörsaal 4 gebucht, der schon 400 Plätze hatte. Und als dann der erste Slam war, war es mega voll schon. Und ja, seitdem sind wir hier im Audi Max. Also ich glaube, wir machen ja hier einfach schon, das ist eine etablierte Veranstaltung, wir kriegen es immer wieder mit, dass die Studenten, die schon lange da sind, immer wieder Bock haben zu kommen, es immer wieder gut finden. Wir kriegen es ja mit, dass auch alle, die neu jetzt vielleicht hier an der Uni studieren, Lust haben, hier teilzunehmen und das zu sehen. Und damit sind wir ja schon so ein Stück weit auch identitätsstiftend für die Uni. Auch die Dachfachschaft der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft engagiert sich seit 2014 für den Slam. Was meinst du, was für einen Wert hat der Bielefelder Hörsaal-Slam für diese Universität? Ich würde tatsächlich sagen, dass er einen ziemlich großen Wert hat, nicht nur für das universitäre Leben, für der einfach etwas mehr Abwechslung ist in diesem Bereich. Es ist einfach ein ganz anderes Format als zum Beispiel die Mensa-Partys oder andere. Tja, wie man sieht, ist auch in diesem Jahr der Andrang wirklich sehr, sehr groß. Was für einen Wert hat der Bielefelder Hörsaal-Slam für diese Universität hier? Das macht den ganzen Wert der Universität aus, würde ich mal so behaupten. Ich meine, es ist eine tolle Veranstaltung, die diesen eigentlich meist kleines Format von Poetry Slam einfach mal auf eine wesentlich größere, aber immer noch entspannte Bühne bringt. Es ist natürlich auch Kultur, die hier angeboten wird, was man vielleicht an anderen Unis oder Hochschulen nicht so hat. Und das ist schon echt ganz cool. Es ist natürlich auch etwas, was inspirieren kann, was vielleicht andere Leute dazu inspiriert, auch in irgendeiner Weise aktiv zu werden. Und es ist halt mal eine Abwechslung vom alltäglichen Uni-Stress, den man ja doch schon hat. So langsam füllt sich der Audi Max und ich bin besonders gespannt, da dies für mich der erste Hörsaal-Slam ist. Ihr merkt, ein Raunen geht durchs Publikum. Es ist nicht besonders cool, noch nie bei einem Poetry Slam gewesen zu sein? Ups, naja. Ich freue mich trotzdem und kann es kaum erwarten. Der diesjährige Moderator David Friedrich ist in der Slammer-Szene sehr bekannt und war letztes Jahr selbst als Teilnehmer mit dabei. Mit seinem Humor sorgt er für einen guten Rutsch durch den Abend. Und ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat mit 12 angefangen, Klarinette spielen zu lernen, weil sie unbedingt so sein wollte wie Thaddäus Tentakel von SpongeBob. In der Vorrunde versuchen 5 Slammer mit ihren literarischen Werken das Publikum zu überzeugen. Eine zufällig ausgewählte Zuschauerjury entscheidet, wer weiterkommt. Im Finale entscheidet dann das ganze Publikum. Wir werden im Finale alle 3 Finalisten anhören und dann gemeinsam per Applaus entscheiden, wer heute gewinnt. Und der diesjährige Gewinner heißt... Friedrich Hermann! Was gibt dir das Slam? Was bedeutet das für dich? In welchem Land der Welt wird Lyrik von tausenden Menschen gefeiert? Keine Ahnung. Also es ist cool. Es ist Live-Literatur und zu sehen, dass das cool ist, kann auch Leuten so ein bisschen eine Chance und eine Stimme geben, die vielleicht sich sonst nicht so trauen. Vielleicht irgendwie sowas. Also das ist, glaube ich, so das Wertvollste. Was Poetry Slam kann, ist auch Literatur. Und das heißt immer irgendwie eine andere Perspektive geben auf Sachen. So. Und sich selber hinstellen. Und das ist halt vielleicht das Beste, was an so einem Abend passieren kann, dass jemand hier sitzt im Hörsaal und sich denkt, boah geil, ich kann mit meinen Texten auf die Bühne und mega rocken. Das ist schon cool. Er hat mich immerhin, das habe ich früh gespürt, auf ziemlich viele Bühnen und vor dieses Mikrofon geführt. Er besteht aus Freunden, aus Whisky, aus Jubel, Lachern und Geschichten. Man kann immer nur an einem Faden spinnen, aber die anderen immerhin erdichten. Dankeschön.
Es ist wieder mal spät geworden. Ich hatte einen wunderschönen Abend gehabt und habe für mich entdeckt, was das Slam eigentlich wirklich bedeutet. Seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei oder werdet ihr vielleicht selber anfangen zu slammen? Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.